Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man mit der Hilfe von fotoforensischen Analysen Fotos der Traumfahrtorganisationen als Fake entlarven kann. Allein der Vergleich von allen offiziellen Erdkugelfotos der Traumfahrtbehörden reicht aus, um festzustellen, dass hier nur betrogen und gelogen wurde. Ja, die Kontinente scheinen zu schrumpfen oder zu wachsen im Laufe der Zeit und das Erscheinungsbild der Erdkugel ist immer verschieden. Ach ja, immer noch die gleichen unsinnigen Behauptungen und immer noch die gleiche Unfähigkeit zu eigener Recherche, nicht wahr? Und sowas nennt sich Wahrheitssuche. Ich krieg die Tür nicht zu. Machen wir kurz. Zu jedem dieser Bilder ist öffentlich dokumentiert, wann und wie es entstand, aus welchen Quellen die Daten stammen, welche Weiterverarbeitung nötig war und welchem Zweck es diente. Es stehen alle Daten zur Verfügung. Man muss sie nur lesen wollen. Aber da du ja offenbar nicht mal in der Lage bist, deine eigenen Hausaufgaben zu machen, habe ich dir die Arbeit mal abgenommen. Weil Lernbehinderten muss man ja unter die Arme greifen, nicht wahr? Hier sind alle verfügbaren Daten in einer kurzen Übersicht zusammengefasst, mit Links zu den Originalquellen. Und was die unterschiedliche Größe der Kontinente angeht, wird es auch schnell erklärt. Das ist einfach nur eine Frage von Abstand und Brennweite der Kamera. Merksatz? Je näher, desto groß. Anders gesagt, je näher dran die Kamera ist, umso weniger ist von der Kugeloberfläche zu sehen. Ergo erscheint das, was zu sehen ist, relativ betrachtet, größer. Auch auf internationaler Ebene kann man die verlogenen und kriminellen Raumfahrtbehörden ganz leicht entlarven. Wir sehen zum Beispiel ein aktuelles Foto von China oben. 2019 hat das die chinesische Raumfahrtbehörde gemacht. Hinterm Mond, die Erdkugel erscheint dort sehr, sehr klein. Und unten das Foto hinterm Mond von der NASA gemacht worden. Da sieht man hier die deutlichen Größenunterschiede. Hier muss man, glaube ich, nichts mehr dazu sagen. Stimmt, hier muss man nichts mehr dazu sagen. Also, außer natürlich, dass du abermals den Einfluss von Abstand und Brennweite unterschlägst. Das obere ist eine Weitwinkelaufnahme nahe des Mondes. Das untere Bild vom Discover-Satelliten eine Teleaufnahme von ziemlich IJWD, also ganz weit draußen. Hier mal zum Vergleich zwei Münzen im Abstand von ca. 30 cm zueinander. Einmal Weitwinkel, einmal Tele. Willst du jetzt ernsthaft behaupten, es gäbe keine 2-Euro-Münzen, weil die ja nicht mal größer und mal kleiner sein können als ein Centstück? So, nun möchte ich euch zeigen, wie ihr selbst zum Detektiv werden könnt und kriminaltechnisch die Fotos der Behörden fotoforensisch untersuchen könnt, auf ihre Echtheit überprüfen könnt und feststellen könnt, dass sie gefaked sind. Und ich nehme jetzt erstmal ein sogenanntes Foto der NASA vom Jupiter. Ich habe das Originalfoto heruntergeladen und dann hochgeladen hier auf Foto Forensics. Als nächsten Schritt klicken wir oben links die ELA an, die sogenannte Error Level Analyse. Und das Ergebnis bekommt ihr dann auch gleich prompt geliefert. Das sehen wir jetzt oben das Original und unten das Ergebnis der Error Level Analyse. Wenn man da genau hinschaut, es handelt sich dabei um kein echtes Foto. Wäre es ein echtes Foto, würde sich der Jupiter im Vordergrund nicht so sehr hervorheben zum Hintergrund. Das zeige ich auch nochmal mit einem echten Foto zum Vergleich. Wir sehen hier eine deutliche Pixelation und die Farben oben verraten, dass hier speziell mit Adobe Photoshop gearbeitet wurde. Es handelt sich hier also nicht um ein echtes Foto. Das ist kriminaltechnisch gesehen nicht anerkannt als echtes Foto. Wir sind also hier einem Betrüger auf der Spur. Ziemlich große Worte. Aber hörst du diese Zischen im Hintergrund? Das ist die heiße Luft. Zunächst mal ist das hier nicht das Original, beziehungsweise nicht das größtmögliche verfügbare Bild. Die Auflösung ist zu gering, zum anderen hat das Original nicht das Logo unten rechts. Schon solche Einblendungen sind sichere Zeichen von Nachbearbeitung. Jemandem aber Betrug zu unterstellen und als vermeintlichen Beweis ein bereits mehrfach nachbearbeitetes und skaliertes Bild vorzulegen, könnte man seinerseits als Betrug werden, da unter Vorspiegelung falscher Tatsachen eine Straftat unterstellt werden soll. Aber abgesehen davon gibt es noch mehr Aspekte, die du verdrehst, ignorierst oder gar erfindest. Aber sehen wir das Positive dran, du bleibst deiner Kanaltradition treu. Gehen wir aber doch mal ein paar Schritte zurück und schauen, wo dieses Bild überhaupt herkommt. Ich hab hier mal was vorbereitet. Diese Streifenmuster hier sind ein Teil
der Rohdaten der Aufnahme. Die kann man runterladen. Die sind öffentlich verfügbar. Man erkennt hier nicht nur die drei getrennt aufgenommenen Farbkanäle, sondern auch den zeitlichen Versatz. Es ist eben kein aus dem Handgelenk geknipstes Foto. Praktisch jeder heutige Satellit macht Aufnahmen in getrennten Spektralbereichen. Und damit daraus was Ansehnliches entsteht, was nicht nur Wissenschaftlern zugänglich ist, müssen solche Daten zwangsläufig nachbearbeitet werden. In diesem Zwischenschritt kommt immerhin schon mal die Farbgebung zum Vorschein. Aber auch hier ist noch eine Menge zu tun, um aus den Rohdaten irgendwann ein finales und ansehnliches Bild editiert zu bekommen. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Wenn ein Bild ein Komposit ist, also aus Einzelteilen zusammengesetzt, dann betrifft das natürlich auch den Hintergrund. Hier ist es naheliegend, diesen der Situation entsprechend komplett zu schwärzen, und zwar einheitlich. Somit kann dort aber auch die Fehleranalyse nichts anzeigen. Da steht sogar eine Anleitung. Die wirst du wohl gelesen haben vorher, oder etwa nicht? Und drittens zeigt die Analyse keine Anzeichen für Manipulation. Das Rauschen und die Intensität sind gleichmäßig über das gesamte Bild verteilt, mit Ausnahme des kontrastreichen Randes. Das ist zu erwarten. Deine Pixelation, was auch immer du damit meinst, und auch die Farbgebung des Rauschens sind erwartungsgemäß und lassen absolut keine Rückschlüsse zu auf Manipulation oder gar die verwendete Software. Bei Google findet man genug Fotos der sogenannten physikalisch unmöglichen Erdkugel. Ich habe mich diesmal für diese entschieden hier. Ich habe den Link genommen, bei Fotoforensics eingesetzt und dann hochgeladen. Die Error-Level-Analyse fällt ernüchternd aus. Auch hier kriminaltechnisch gesehen kann ich dies nicht als echtes Foto anerkennen, wie es man uns verkauft hat. Das sieht man auch deutlich wieder, der Erdball hebt sich deutlich vom Hintergrund ab und eine Pixelation im massiven Ausmaß bestätigt mit den Farben, dass es sich um Adobe Photoshop handelt, mit dem gearbeitet wurde. Kurz gesagt, dies ist auch kriminaltechnisch gesehen kein echtes Foto. Werfen wir doch nochmal einen Blick in die Anleitung. Das Ergebnis der ELA hängt direkt von der Bildqualität ab. Wenn du wissen willst, ob etwas hinzugefügt wurde, das Bild aber nur eine Kopie, eine Kopie, eine Kopie ist, dann zeigt die ELA möglicherweise nur das wiederholte Speichern. Versuche, die qualitativ bestmögliche Version des Bildes zu finden. So. Und jetzt kommst du, Flitzpiep, allen Ernstes mit dem totkomprimierten 720-Pixel-Bildchen angelatscht? Wollen wir das mal richtig machen? Komm. Zuerst mal hier eins meiner eigenen Fotos. Direkt aus der Nikon P900. Die kennst du ja. Ohne jede Nachbearbeitung, also wenn man von der unvermeidlichen Bearbeitung innerhalb der Kamera absieht. Die lässt sich nicht abschalten, nicht komplett. Aber die ELA zeigt nichts Auffälliges. Ein gemütliches, gleichmäßiges Rauschen und natürlich der kontrastreiche Rand des Mondes zum dunklen Hintergrund. Wie zu erwarten. Ansonsten gibt es aber keine Anzeichen für Manipulation. Es gibt keinerlei Auffälligkeiten. Und genauso wenig gibt es die hier in diesem Bild. Nur was haben wir denn da? Das gleiche Bild, was du eben noch als angeblichen Betrug verkaufen wolltest. Hier nur in einer hohen Auflösung und nahezu verlustfrei. Also genau so, wie es für Analysen jeder Art sein sollte, wenn man vernünftige Ergebnisse erhalten will. Wenn also dieses Foto hier echt ist, dann das hier ebenso. In beiden Fällen zeigt die ELA nichts Ungewöhnliches. Zum Vergleich habe ich nun ein echtes Foto mal hochgeladen. Das ist von mir unbearbeitet, der Vollmond. Und wir sehen hier deutlich in der Analyse, es handelt sich um keine Grafik, kein Adobe Photoshop wurde verwendet. Der Mond setzt sich kaum vom Hintergrund ab. So hat ein echtes Foto in der Analyse auszusehen, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Das absurde Märchen vom schwarzen Loch fällt auch ins Wasser mit dieser Analyse des Originalfotos, was uns neulich präsentiert wurde. Das schwarze Loch setzt sich deutlich vom Hintergrund ab, es sticht regelrecht heraus und dann sieht man überall diese Farben. Hier wurde 100% mit Adobe Photoshop gearbeitet. Es handelt sich hierbei nicht um ein echtes Foto, sondern kriminaltechnisch gesehen um einen schweren Betrug. Sehr dünnes Eis, Toni. Sehr, sehr dünnes Eis.
Nicht nur, dass du zu deiner Analyse abermals ein bereits skaliertes und stark komprimiertes Bild verwendest, nö, du zeigst obendrein auch noch, dass du nicht wirklich verstanden hast, was dieses Programm tut. Merksatz? Ein Werkzeug ist immer nur so gut wie die Hand, die es führt. Und deine Kompetenz in Sachen Bildverarbeitung und Bildanalyse ist offenbar recht übersichtlich. Nehmen wir zunächst mal das tatsächliche Originalbild in einem verlustfrei komprimierten Format. Das heißt in dem Fall TIFF oder auch PNG. Die Fehleranalyse sieht dann schon mal deutlich anders aus als bei dir, zeigt aber auch markante Streifen. Was sind denn für Streifen? Nun, die Aufnahme enthält nur sehr wenige markante Farben, dafür aber sehr viele feine Abstufungen. Und das ist der Knackpunkt. Solche feinen Abstufungen und Gradienten lassen sich mit den üblichen Grafikformaten nicht exakt abbilden. Dazu reicht einfach die Bandbreite der einzelnen Farbkanäle nicht aus. Üblicherweise haben wir 8 Bit pro Kanal, also jeweils für Rot, Grün und Blau. 8 Bit heißt 256 mögliche Werte pro Farbkanal, in der Summe rund 16,7 Millionen Farben. Für sehr feine Abstufungen innerhalb eines engen Spektralbereichs, so wie hier, ist da nicht viel Platz. Das heißt, es gehen Details verloren und es entstehen typische Streifenmuster. Und das JPEG-Format macht die Sache noch schlimmer. Denn schon minimale Komprimierung führt zum Verlust von Informationen und einer Verschlechterung der Farbtreue. Das Dateiformat selbst führt also zu Verfälschungen und genau die zeigt die ELA hier an. Vor allem durch die Klötzchenbildung. Die haben aber nichts mit dem unkomprimierten Originalbild zu tun, sondern entstehen durch die ELA selbst, da diese das Bild ins JPEG-Format umwandelt und mit dem Original vergleicht. Dieser Algorithmus ist bei einem unkomprimierten Bild also nur sehr bedingt anwendbar. So steht übrigens sogar in der Anleitung, aber wem erzähle ich das? Und die äußerst sympathischen und hochintelligenten Globus-Psychos beherrschen keine Fremdsprache, sie beherrschen ja nicht einmal die deutsche Sprache. Die scheinbar lustige Anordnung dieser Zahlenfolge sind die göttlichen Zahlen und symbolisieren in der Geometrie die sogenannte Fibonacci-Kurve. Ja. Wie war das doch noch gleich mit dem Beherrschen von Fremdsprachen? Und selbst wenn man kein Italienisch kann, sollte jemand, der von sich implizit des Deutschen mächtig zu sein behauptet, doch zumindest mal die Vokale auseinanderhalten können, oder nicht? Merksatz. Feixend auf die offenen Schnürsenkel von jemandem zu zeigen, während einem selbst etwas Undefinierbares aus der offenen Hose baumelt, ist zumindest ungeschickt. War noch was? Ach ja. Ich halte mich aber selbst mittlerweile an die goldene Regel, ein flacher Erdelöwe spricht nicht zu den Globusratten. Dir ist aber schon aufgefallen, dass der Horizont da oben leicht konkav ist, ja? Ich meine ja nur. Und Löwe also, ja? Flache Erde sind Löwen. Naja. Wenn du meinst.